Hey Leute und herzlich willkommen bei einem neuen Video oder eher gesagt bei meiner neuen Videoreihe, denn ihr habt bestimmt mein letztes Video gesehen und da habe ich euch ein paar Produkte vorgestellt, wie Stevalin zum Gießen. Ich habe euch diese Silikonkomponenten gezeigt, womit ihr die Silikonformen selber herstellen könnt. Ich habe euch Sprays gezeigt. Ich habe euch, wie ihr zum Beispiel diese kleinen Luftbläschen wegbekommt, habe ich euch ein Gerät dazu noch gezeigt. Also an das Video könnt ihr euch halbwegs doch erinnern bestimmt. Wenn nicht, schaut einfach mal jetzt hier in die Playlist rein und dann werdet ihr es auch direkt schon finden. Die Videoreihe beginnt so, ich werde euch jetzt hier quasi zeigen, wie ihr erstmal eure eigene Form, also den Kasten für die Silikonkomponenten, also für diesen flüssigen Silikon, der später aushärtet, wie ihr das kreieren könnt. Und dazu brauchen wir sogar nur ein paar kleine Dinge. Wir brauchen einmal Schaumpappe oder Schaumkarton, wie auch immer, in 5 mm Stärke. Erzähle ich euch gleich noch, warum genau in 5 mm. Dann brauchen wir ein wenig Holzleim, den wollte ich euch eigentlich nur zeigen, den muss ich aber hochkant stellen, weil sonst gibt das gleich keinen, weil der ist schon fast leer. Wir brauchen Geodreieck und einen Winkel. Wie gesagt, ihr könnt selbst entscheiden, ob ihr das später zumindest braucht. Für mich ist es halt so einfach, um euch das zu zeigen. Wir brauchen einen Bleistift oder halt einen Kuli und zwei scharfe Messer oder ein scharfes Messer reicht. Und natürlich das Wichtigste, wir brauchen Bases. Diese Base habe ich selbst hergestellt, quasi aber gedruckt natürlich. Und diese Form möchte ich jetzt mit denen hinbekommen. Das sind so Gitter in 32 mm Bases habe ich gemacht und sie sind 3 mm dünn. Nicht nach GW-Standard mit 5. Ich glaube, andere Firmen haben auch dünne Platten. Ich habe mich für 3 mm entschieden, falls die Leute das interessiert, weil ich finde, dass diese 5 mm einfach viel zu hoch sind. Ich finde, da hat man keinen schönen Übergang und bei 3 mm sage ich einfach mal, dass man zum Gelände oder zur Figur einen sehr schönen Übergang hat, sehr dünnen und trotzdem noch einen stabilen. Und deswegen habe ich mich für 3 mm Platten entschieden. Wie gesagt, eine kleine große Ankündigung gibt es dann in meinem Livestream am Sonntag, wenn ihr wollt oder ihn nicht verpassen wollt. Dann schaltet gerne ein. Ich denke mal, das Video wird doch noch vorher hochgeladen. Ansonsten, wie gesagt, habt ihr es im Livestream gesehen halt, wenn es doch erst nachträglich kommen sollte. Wir fangen an. Ich werde jetzt nicht viel cutten, aus dem einfachen Grund, weil ich euch einfach zeigen möchte, wie lang sowas wirklich dauert. Jede Phase, es kommt ja dann noch ein Video darüber, wie ihr den Silikon einfüllt und was ihr dazu beachten habt. Und es wird halt dann noch ein Video kommen mit dem Stevalin, mit dem Gießen. Also es wird nur so eine 4-5-teilige Serie im Endeffekt, das Ganze. Und aber dann seid ihr bestens im Bilde hoffentlich, wie ihr das ganze Zeug gießt und damit arbeitet. Falls Fragen bestehen, immer wieder gerne einfach in die Kommentare schreiben. Ich bin für euch da, ich werde euch helfen. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, gerne Abonnent werden, gerne den Kanal weiterempfehlen, dass wieder neue Leute dazu stoßen und einfach Spaß haben an dem, was wir hier selbst betreiben. Und gern auch die Glocke aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Und ansonsten wie immer den Like-Button schmettern, damit ich vor allen Dingen weiß, dass es euch gefallen hat. So, wir fangen jetzt ganz einfach an. Ich habe mir Schaumpappe in 5 mm besorgt. Warum? Weil ihr die später kleben müsst. Aus dem einfachen Grund mit Holzleim, denn Holzleim lässt sich relativ leicht lösen und das muss auch so sein. Genauso wie wir könnten diese... fangen wir anders an. Wir brauchen zwei Platten. Ich habe eine Platte schon mal ein bisschen vorgefertigt für euch, damit ich weiß, wie ich gleich was anzeichnen muss. Fangen wir mal, also wir brauchen erstmal eine Platte, wo ihr einfach mal grob eure Platten hier so drauflegen würdet. Ja, das heißt, wir legen die jetzt mal hier so drauf und sehen, aha, okay, hier sollen sie so ungefähr hin. Dann braucht ihr einfach mal so ein kleines Reststück. Denn ihr müsst einfach auf diesen 5 mm müsst ihr diesen Holzleim kriegen und das muss später hier so drauf, ja. Und
Damit das geht, sind 5 schon relativ wichtig. Also ihr könnt es noch dünner kaufen, aber ob das was wird, ihr könnt natürlich auch andere Werke oder ihr könnt auch aus Lego das Ganze bauen, wie auch immer. Aber ihr müsst bedenken, das muss halt wirklich dicht sein, es muss alles gerade sein. Und was es sein muss, wie gesagt, die Pappe, die da drauf ist, wäre schon wichtig. Ihr könntet auch so einen einfachen Karton nehmen, so einen gerisselten, aber das sieht dann, finde ich, bei der Silikonform einfach nicht schön aus. So. Ihr habt jetzt diese 5 mm und der Plan dazwischen ist, dass ihr auf jeden Fall zwischen euren Objekten einfach mal 5 mm Platz immer lasst, ja. Das heißt, ihr macht so und könnt auch gerne, wenn ihr das liegen habt, einfach mal so einen kleinen Punkt immer machen, ja, damit ihr wisst, aha, okay. So, darum geht's nicht. Wir wollen eine Base bauen quasi, also wie so eine Rundung. Und legen hier auf den Rand, genau auf den Rand, seht ihr hier. Mal das Ding. Dann zeichnet ihr mal ganz kurz hier ein. Dünn. Okay, 5 mm. Das zeichnet ihr natürlich dasselbe nochmal auf der anderen Seite einfach mal grob an. Und das macht ihr natürlich hier. Gen oh, hoppala, da war mein Daumen im Weg, aber ist ja nicht schlimm. Macht ihr mal hier genauso. Das muss auch jetzt kein Meisterwerk der Natur werden, Leute. Das ist für euch. Später schmeißt ihr diesen Karton weg. Also bitte dafür sorgen, dass ihr versucht, das Zeug günstig zu bekommen. Ja, ich habe so große Platten von 60 mal, ich glaube 70 oder 80 für 3,10 € bei Steedbecker oder Stortbecker oder wie auch immer der Laden genau heißt. Müsste ich nochmal nachschauen. Da gibt es die Platten für 3 € so riesengroß in 5 mm. Finde ich super tolles Geschäft. Also mittlerweile denke ich auch, so viele Läden, wie ich empfehle und wo ich einkaufe, sollte ich eigentlich schon mittlerweile mit dran verdienen. Aber naja, ne, was soll man machen? Dann werdet ihr dieses einfach auf diese Linie ansetzen wieder und werdet einfach dort auch nochmal einen Strich durchziehen. Ja, so. Das ist einfach euer Abstand zum Modell. Ja, das heißt, hier können, wisst ihr schon mal, ah, da liegt es dran. Das macht ihr natürlich jetzt innerlich genauso von der. So. So. Und hier noch einmal. Grob geraten. Oh, nicht schlecht. So, nachdem ihr das getan habt, könnt ihr rein theoretisch sie jetzt hier so ansetzen. Dazu müsst ihr eigentlich nur schauen, ob hier in der Mitte diese 5 cm auch diese 5 mm gewährleistet sind. Sind sie. Das heißt, ihr könnt dies auch ein wenig enger ruhig zusammen machen, wenn ihr wollt. Ja, oder besser, ihr sucht euch einfach so ungefähr den Mittelpunkt hiervon aus. Ich hätte jetzt mal geraten da. Legt das einfach mal dahin und schaut mal, wie das Ganze wirkt. Dann könnt ihr einfach hier euch so einen Strich auch grob ziehen. Ja, das muss ja nicht perfekt sein. Wie gesagt, das dient ja nur hier kurz für eure. Ja? Dann kommt schon der nächste Schritt. Und zwar ist der wichtigste. Wir müssen diese jetzt mit dem Holzleim schon draufkleben, damit wir in der Zeit, wo wir den Rest schneiden, auch noch. Warum wir das machen? Tja, Leute, das ist. Ach, ich habe was vergessen. Ihr braucht natürlich noch einen Pinsel. Oder so eine kleine Pipette. Also ist jetzt relativ gesehen. Also ihr müsst auf jeden Fall sehr gut das Ganze hier mit Holzleim besprühen. Jetzt könntet ihr dann natürlich sagen, warum nimmt der nicht Sekundenkleber? Geht viel, viel schneller. Ja, Leute, aber dann den Sekundenkleber davon abzureißen, ist schon richtig miese. Lieber dann hiermit und den kriegt man schön abgezogen danach. Ja, ich benutze noch den Express, das heißt, dass er auch in 5 Minuten innerhalb trocken ist. Und jetzt schmiert ihr das Ganze, hier die ganze Base mal richtig schön ordentlich. Ihr braucht doch nicht zu dick oder so, weil alles, was rausquillt, müsstet ihr jetzt gleich so oder so dann da abnehmen wieder. Das heißt, ihr klebt das Ganze, hoppala, das Ganze jetzt einfach mal schön drauf, drückt das mal schön rein. Und dann könnt ihr eigentlich, bevor ihr jetzt das drumherum wegmacht, könnt ihr eigentlich alle anderen auch mal machen. Und so. Ich denke aber, diesen Schritt werde ich mal überspringen für euch und dann komme ich gleich wieder. So, nachdem das dann getrocknet ist, schaut ihr aber, also so müsste es jetzt aussehen bei euch, aber nachdem das getrocknet ist, schaut trotzdem mal ganz nah ran
an die Bases und schaut, ob wirklich Leim überall da ist oder ob noch Löcher da drunten sind. Falls es so sein sollte, schmiert einfach noch ein wenig vom Kleber, vom Holzleim drumherum. Ja, aber schön dünn, so dass einfach nur, dass die Lücken verschwinden. Im Notfall würde das sich ein bisschen mit Silikon vielleicht füllen. Ihr könntet es später aus der Form rausschneiden. Aber ich bin so, umso ordentlicher ihr eure Hülle hier macht oder das macht und umso mehr Zeit ihr investiert, umso schöner und ordentlicher wird auch eure Hülle selber, ja? Und das ist ja die Hauptsache, denn schließlich macht ihr daraus eure Silikonform und die möchtet ihr ja wiederum immer weiter benutzen, benutzen, benutzen. Das kann nur funktionieren, wenn man vorarbeitet gut, das Mittelstück sehr gut macht und später dann zum Schluss einfach noch ordentlich gießt, ja? Und nachdem wir das haben, das trocknet jetzt noch ein klein wenig. Ich wollte euch aber nicht so lange auf die Folter spannen oder mich auch nicht. Ich hatte irgendwie richtig Bock dazu jetzt. Kümmern wir uns doch einfach in der Zwischenzeit hier um diese kleinen Wände, die ja noch fehlen, weil sonst können wir es ja nicht gießen. Wichtig vielleicht als Anmerkung, wenn ihr sowas baut, wichtig ist es zumindest schon mal, dass ihr keine Überhänge habt oder zu große Löcher. Wenn ihr zu große Krater in euren Gegenständen oder in euren Werken hier, sage ich mal, habt, die ihr hergestellt habt selber, ja, dann kann der Silikon da reinfließen, sich da verhärten und naja, ich glaube, das brauche ich nicht erklären, das ist einfach scheiße. Also sorgt dafür, dass die Löcher minimal höchstens sind und zweitens sorgt noch dafür, dass jetzt nicht beispielsweise das so, wie soll man es am besten erklären? Ich kann es ja mal kurz aufzeichnen. Wenn das hier eure Base ist, ja, hier, so ist ja eure Baseform, sage ich mal meistens, ja, wie die jetzt von Games Workshop. Und ihr baut Sachen, baut die immer, egal wie, so, ja. Damit ihr, falls ihr drauf gießt, das eine schöne Form ist, die ihr rauskriegt. Wenn ihr das Ganze aber hier so baut, ja, und den anderen hier so und so, ja, und ihr gießt da jetzt drauf, so weit, so schön, aber wenn ihr das jetzt mal so rumhaltet und versucht, das Ganze so rum rauszukriegen aus der Form und hier ist euer Silikon drinne, ja, dann bin ich ehrlich, weil bis hierhin geht der Silikon ja dann, bis hier zur Oberkante, ja. Dann versucht das mal da rauszukriegen irgendwie aus eurem Silikon. Das ist total scheiße und schwer und funktioniert auch nicht wirklich sonderlich gut. Ja, so als kleiner Randtipp von mir. Als nächstes habe ich mal Linien aufgezeichnet. Wir brauchen ja vier Seiten. Versucht, wie gesagt, nicht zu verschwenderisch, aber auch nicht zu knauserig zu sein. Also es ist so ein kleines Mittelding, wie ihr wollt. Und jetzt habe ich mich dafür entschieden, denn das sind ja sehr flache Teile, habe ich mich für 2,5 Zentimeter entschieden. Ja, also 2,2 Zentimeter, ja, weil wir wollen ja die nicht direkt aufhören zu gießen, wenn wir gerade sie verdeckt haben, weil dann ist der Boden von der Plattform zu dünn und wenn ihr durchdrückt, könnte es mal sein, dass ihr einfach mit dem Daumen dann durch das Silikon kommt. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Also lassen wir das. Also ein bisschen, lieber ein bisschen mehr und ihr entscheidet selber, wo ihr aufhört zu gießen. Als erstes habe ich das Ganze einfach mal mit einem Winkel angezeichnet und mir Linien gezogen, denn ganz wichtig, Leute, ist es jetzt, gerade Linien zu ziehen. Ja, und daher Schneidelage, Unterlage zum Schneiden extra solltet ihr besitzen besser. Und dann habe ich mir noch ein großes Lineal besorgt. Ihr könnt auch so ein Metalllineal nehmen oder ein Geodreieck oder was auch immer ihr besitzt. Wichtig ist, nichts sollte jetzt in der Nähe sein, was euch gleich hindern wird beim Schneiden. Und dann zieht ihr es einfach durch. Ja, das ist halt das A und O. Jetzt schön mit Druck aufsetzen. Eure Klinge sollte eine relativ neue, gute, wie auch immer sein. Und dann zieht ihr das Ganze richtig mit Schmackes, dass ihr richtig hier so reinzieht. Ja, das heißt, wenn ihr das auf einem normalen Tisch machen würdet, ihr hättet den Kratzer des Todes da drin, ne? Und dann zieht ihr das Ganze einfach mit Schmackes durch. Ich schätze aber mal, ja, ich habe es geschafft. Hier hat sich halt so ein kleines, weil mein Messer wahrscheinlich in dem Moment leider nicht heftig war. Das sind jetzt kleine Krater. Die sind zwar relativ doof, ja, weil ich müsste hier ja jetzt das irgendwie später ausgleichen versuchen. Aber ich denke mal, das geht noch irgendwo im Rahmen ist es. Ja, solltet ihr nur aufpassen, dass euch das nicht öfter passiert. Auf jeden Fall haben wir jetzt eins fertig. Wir schneiden mal die anderen noch und dann schauen wir mal weiter. So, der nächste, wie gesagt, ihr braucht da umso genauer, umso besser. Wir können aber auch mal mein Zitadellmesser nehmen, mal gucken, ob das besser ist.
Ich denke, das ist sogar noch besser. Nimmt das Zitadelmesser, Leute. Das ist einfach extrem geil scharf und sehr handlich auf jeden Fall. Und dann und noch einmal. Mal sehen. Hat auch wieder sehr schön funktioniert. Hier wieder so eine kleine Kerbe drin. Vielleicht nicht genug Druck ausgeübt. Man weiß es nicht, aber ich schätze mal, es lag eher am Druck. Und immer aufpassen, Leute. Die Messer sind wirklich, wirklich scharf. Hier habe ich zum Beispiel jetzt um einen Millimeter mich verrissen. Sollte aber kein Problem sein, denn dafür habe ich ja die Oberseite noch ordentlich geschnitten und das sollte hinhauen. Dann schmeiße ich hier den Rest einfach mal weg. Und in der Zeit sollte dies auch trocken sein. Nun beginnt halt der nächste Schritt, der wieder was länger dauern würde. Ihr werdet euch jetzt einfach mal zwei. Und achtet darauf, dass ihr nicht schief schneidet. Seht ihr? Ich habe jetzt mit meinem etwas schief geschnitten. Das wird mir zwar jetzt nicht das Genick brechen, dafür muss ich einfach genug Silikon gleich verwenden und gut ist. Und dann passt das Ganze. Wir fangen jetzt an. Ihr könnt rein theoretisch mal schauen. Ich habe ja extra diese 5 mm angezeichnet. Und dann könntet ihr rein theoretisch ja hier schon aufhören. Ja, das heißt, ihr schneidet hier einfach mal ab. Und jetzt setzt ihr die quasi so versetzt halt. Wisst ihr, was ich meine? So, so schön versetzt. Dann, ja. Und das machen wir jetzt. Wir werden jetzt den ersten ansetzen. Und da benutzt ihr genug, wirklich genug. Und es macht nichts, wenn davon etwas, das könnt ihr später so oder so wegschneiden. Also ihr macht jetzt genug Kleber drauf. Und klebt das einfach mal mit eurem Rand hier drauf. Wie ihr seht, das ist natürlich jetzt extrem viel, was da rauskommt, aber ihr wisst zumindest dann, dass da keine Lücke ist, denn das ist jetzt wirklich das Wichtigste, dass ihr da einfach keine Lücken habt. Sonst ist das nämlich ziemlich, ziemlich kacke. Und jetzt steht hier zwar 5 Minuten, müsst ihr warten. Ich denke mal, das müssen wir jetzt rein theoretisch nicht. In der Zeit könntet ihr aber rein theoretisch auch, ja, wenn ihr wollt, ein wenig davon ruhig wegnehmen und schon wieder für eure nächste Form benutzen. Ja, schmiert ihr das so lange hier irgendwo hin. Ja, dann braucht ihr nachher nicht so viel. Ja, als wenn ihr so eine Silikonfugesell selber ziehen wollt. So ungefähr macht ihr das dann auch. So, schön ordentlich, vorsichtig, nicht am Modell wieder. Das haben wir ja gerade erst trocken bekommen. So, genau. Ja, der Rest ist egal. Das erkläre ich dann im nächsten Video erst wieder, was ihr dann beachten müsst als nächstes. So, jetzt können wir das, glaube ich, schon mal langsam loslassen. Wie gesagt, immer schön mit Druck, lieber mal länger halten wie zu kurz. Und dann kommt auch schon das nächste Stück. Ich muss nur gerade mal gucken. Ich weiß gar nicht, welches davon jetzt das gerade ist. Das glatte. Oh, ich schätze, das hier wird es sein. Ja, oder? Ne, das ist es auf gar keinen Fall. Also es wird. Ich schaue einfach mal, welches mir am meisten immer zusagt. Und dann werden wir das jetzt auch mal benutzen. So, wir werden jetzt direkt den Holzleim hiervon schon mal jetzt wieder dafür verwenden, weil wir haben ja nie was zu verschwenden, würde ich sagen, Leute. Zack. Da drauf, den Pinsel so lang im Wasser baden und dann, na komm. So, und wieder. Ja, diesmal wisst ihr ja, die Menge könnt ihr ein bisschen reduzieren. So. Und natürlich jetzt hier oben nicht vergessen, denn der muss ja auch einmal an diese Wand dran. So, und das macht ihr dann auch so. Zack und zack. Richtig schön aufdrücken, damit überall der Holzleim auch entgegenwegkommt. Und dann
haltet ihr mal diese zwei zusammen. Ihr seht schon die Form dort links unten, falls ihr es schwach erkennen könnt. Ich glaube aber, ihr könnt es erkennen. Seht ihr schon, dass da überall Holzleim schön hingekommen ist. Ansonsten wieder mit dem Pinsel unten ein wenig verstreichen. Das hilft immer wieder. Und dann haben wir auch die Form auch schon fast gleich fertig. Und ihr seht, das Video hat jetzt 20 Minuten gedauert. Die Zeit, die ich geskippt habe vorhin mit dem Festsetzen, wie gesagt, das waren so 5 Minuten ungefähr. Also grob. Also mehr wie eine halbe Stunde braucht ihr wirklich für eine Form eigentlich nicht. Auch Unerfahrene, wie gesagt, ich mache das jetzt zum zweiten Mal. Ich habe mir bis jetzt eine Form schon selbst gebaut, geklebt, wie auch immer. Und die ist eigentlich auch so an sich nicht schlecht geworden. So, jetzt sehen wir das hier. Zack, alles schön. Und ansonsten könnt ihr das auch gern was wegnehmen und woanders wieder hinstreichen. Das muss ja nur irgendwie dicht sein. Ja, der Rest ist völlig egal. Das wird nachher, wie gesagt, das wird nachher alles dann weggeschmissen wieder. Und es macht wirklich viel Spaß. Ja, es ist auf jeden Fall viel Arbeit, so ist es nicht. Also das allein das Friemeln immer, das Schneiden und so weiter. Ihr solltet aber wirklich bei den zwei Formen vielleicht kurzzeitig warten, dass ihr das Ganze trocknen lasst, ja. Und ich werde die anderen zwei Sachen noch machen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Leute. Und jetzt habe ich, wie ihr es sehen könnt, fertig geklebt. Falls euch aufgefallen ist, hier steht noch der PK Pro Superkleber. Das liegt daran, falls ihr hier oben mal diese Ecken habt, ja, und die wollen einfach nicht zusammenhalten, dann kippt einfach wirklich hier die kleinen Ecken damit einfach ein bisschen voll zu, haltet das zusammen. Ansonsten könntet ihr auch noch das Ganze mit Gummibändern umwickeln, aber nicht zu straff, damit sie sich einknicken würden. Ihr könnt sie auch noch drumherum wickeln, da würde ich dann empfehlen, die halt fast bündig zu machen. Ist vielleicht ein bisschen mehr Arbeit, aber falls ihr nur mal sicher sein wollt. Ansonsten, wie gesagt, den Holzleim von hier außen, der sich ja da rausgequillt hat, gerne noch hier innen drin reinschmieren, damit ihr seht, dass das alles jetzt hier komplett dicht ist und verschmiert. Das wäre nämlich schade, wenn da was rauslaufen würde. Und wenn ihr das alles schon getan habt, habt ihr das Ganze innerhalb so von einer halben Stunde spätestens alles erreicht, fertig, ordentlich aufgeklebt und könnt bald mit dem Gießen anfangen für die Silikonform erstmal. Das Ganze würde euch gekostet haben, wahrscheinlich grob rechnen wir das hier mal zusammen, vielleicht 1 Euro, weil ich habe von dieser Platte nicht mal ein Viertel weggeschnitten, nicht mal ein Viertel von dieser Platte und die kostet nur 3 Euro und ich habe Kleber nicht mal, gut, Kleber geht hier glaube ich mehr drauf, aber dann lasst es vielleicht insgesamt 1,50 € sein, die ihr hier verbraten habt, wenn der Ponal so 4, 5 oder 6 Euro kostet sogar, ja, und da ist viel drinne, also vielleicht bei 1,50 liegt ihr grob. Und habt einfach eine super schöne Form. Alles weitere, Leute, klären wir dann in meinem nächsten Video. Da geht es dann um die Silikonformen gießen. Falls ihr darauf Bock habt, schaltet gerne wieder ein. Und bis dahin sage ich, macht's gut, haut rein und habt einen schönen Tag noch.